Verkehrsminister Reinhard Mayer besuchte am Donnerstag zum wiederholten Mal die Sylter Unternehmer in Westerland. Thema war das Bahnchaos auf der Strecke Hamburg-Westerland, unter dem vor allem die Sylt-Pendler und Sylt-Urlauber fast täglich zu leiden haben. Seit 90 Waggons wegen defekter Kupplungen aus dem Verkehr gezogen wurden, läuft die DB Regio in einem Ersatzkonzept. Die eingesetzten Wagen sind alt. Ausfälle, technische Probleme und Verspätungen sind die Folge. Und daran wird sich auch erst einmal nichts ändern können, machte Minister Mayer in den Gesprächen mit den Sylt-Pendlern, Sylter Politikern und Unternehmern noch einmal deutlich. Das sind keine guten Nachrichten. Also ich warne davor, dass man Situationen immer dramatisiert, und es ist keine Hiobsbotschaft. Es gibt auch kein Chaos, es gibt eine Notsituation. Das liegt einfach darin, dass 90 Waggons, die normalerweise auf dieser Strecke fahren, nicht im Einsatz sind. Und jetzt geht es darum, ein vernünftiges Konzept gemeinsam mit allen Beteiligten zu vereinbaren, das auch die Verlässlichkeit der Erreichbarkeit sicherstellt. Da gibt es noch Reserven, das haben wir heute gemeinsam festgestellt. Und deswegen haben wir uns auch vereinbart, ein solches Konzept muss jetzt spätestens bis zum 6. April stehen, wenn wieder die ersten Züge und Waggons, die ehemals der NOB gehörten, dann zum Einsatz kommen. Das Ersatzkonzept wird über den Sommer hinaus fortgeführt, mitten rein in die Sylter Urlaubssaison. Mit viel Glück, und da spielen die Kosten eine große Rolle, werden das SSP und die ICs für den Nah-SH-Tarif freigegeben. Das würde Entlastung schaffen, allerdings ist ungewiss, ob die Verhandlungen darüber mit der Deutschen Bahn erfolgreich sind. Für die Sylt-Pendler bleibt da nur Augen zu und durch oder einen neuen Job auf dem Festland suchen. Die DB Regio sagt, dass 95% der Züge pünktlich fahren. Die subjektive Wahrnehmung der Reisenden ist allerdings eine völlig andere. Eine gewisse Pünktlichkeit ist auch da, aber viele, ich sage mal, in den 5%, die dann fehlen zu den 100%, und das nun gerade viele Pendler betrifft, die hochfrequentierten Züge betrifft von den Pendlern, ist natürlich, sagen wir, die Stimmung da natürlich ein bisschen anders. Und da sagt man jeder, warum fällt immer mein Zug aus? Und die sagen, die fahren alle pünktlich. Das ist natürlich so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, und da sind sicherlich einige Leute, die pünktlich zur Arbeit kommen, aber es sind sehr, sehr viele, und das ist der größte Teil, die unpünktlich zur Arbeit kommen oder auch mit Ausfällen zu tun haben.